Herzlich willkommen. Mein Name ist Dörte Leinknepustil. Mein Name ist Ulrich Nepustil. Wir wollen Ihnen die Vertiefungsrichtung Sustainable Smart Systems in unserem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vorstellen. Unser übergeordnetes Thema ist Nachhaltigkeit verbessern durch Digitalisierung. Smarte Systeme durchdringen ja alle Bereiche des Lebens. Beginnend im Gesundheitsbereich, wo mir ja heute schon meine Uhr sagen kann, ob es mir gut gehen sollte, bis hin zu smarten Anwendungen und autonomen Lösungen im Gebäude- und Mobilitätsbereich. Für die Realisierung nachhaltiger, smarter Lösungen braucht es ein technisches Verständnis, zum Beispiel für Netzwerke, für Aktoren, Sensoren und natürlich für die Programmierung smarter Lösungen, genauso wie für die Themen Energieeffizienz und Energiemanagement. Dies haben wir in den drei Modulen Smarter System und Energiemanagement, Smart Living und Smart Building und Mobilität für Sie zusammengefasst. Da werden wir im Rahmen von Vorlesungen und praktischen Übungen das Wissen vermitteln. Auf der anderen Seite ist die Akzeptanz durch die Nutzer smarter Systeme und auch die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle ein entscheidendes Erfolgskriterium. Von daher haben wir hier auch zu die Vorlesungen Soziotechnik und Technikakzeptanz sowie Entrepreneurship. Sie bekommen als Basis die breite Ausbildung eines klassischen Wirtschaftsingenieurs. Damit sind Sie Allrounder, vom Projektmanagement in allen Bereichen einsetzbar bis hin zu unternehmensführungsnahen Stabsfunktionen. Und Sie können sich auch in technischen Disziplinen weiter qualifizieren. Die Vertiefung qualifiziert Sie besonders für den Bereich Digitalisierung und Internet der Dinge, der hier zunehmend auf allen Gebieten eine wichtigere Rolle einnimmt. Außerdem haben Sie die Basis für die Gründung eines eigenen Startups. In der Vertiefungsrichtung Sustainable Smart Systems zeigen wir Ihnen also, wie Sie den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung mitgestalten können. Wir freuen uns auf Sie.